Liebeskugeln sind schon längst nicht mehr nur erotisches Spielzeug. Wozu Liebeskugeln da sind, welche Arten es gibt und wozu wir sie brauchen können, das erkläre ich euch heute im Video. Liebeskugeln haben optisch so ein bisschen was von der Perlenkette von Oma, nur dass da weniger viele Perlen an einer Schnur sind und dass die Perlen auch nicht aus Perlmutt bestehen, sondern Metallperlen sind, überzogen mit einer Silikonschicht. Meistens sind die Perlen auch nicht so klein wie bei einer Perlenkette, sondern einen Ticken größer. Neben dem aktiven Training durch Sport könnt ihr eure Beckenbodenmuskulatur auch durch Liebeskugeln trainieren. Diese Kugeln führt ihr euch in die Vagina ein und durch die Bewegung schwingt der Metallkern in der Kugel mit. Das ist auch das Geheimnis, denn wenn der Metallkern mitschwingt, muss die Beckenbodenmuskulatur dagegen arbeiten und natürlich auch dafür sorgen, dass die Kugeln nicht rausfallen. Es reicht schon, wenn ihr die Kugeln zwischendurch einfach mal tragt, zum Beispiel beim Einkaufen gehen, also so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Vollkommen ausreichend. Vor allem nach der Schwangerschaft ist die Beckenbodenmuskulatur etwas geschwächt und da kann es auf alle Fälle helfen, so Liebeskugeln einfach mal auszuprobieren. Aber auch beim Sex kann eine trainierte Beckenbodenmuskulatur sehr nützlich sein, denn mit starken Muskeln im Beckenboden kann man den Penis des Partners fester umschließen und das ist ein gutes Gefühl für beide. Die Liebeskugeln könnt ihr natürlich auch für das Vorspiel einsetzen, denn für manche kann das sehr erregend sein. Ihr solltet allerdings aufpassen, dass ihr keinen Sperma an den Händen habt vom Vorspiel und dann irgendwie an die Liebeskugeln kommt und sie euch einführt, denn das kann natürlich dann dazu führen, dass ihr schwanger werdet. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich generell ein Kondom vorher verwenden, dann passiert das natürlich nicht. Aber ein Kondom kann natürlich auch immer reißen und falls ihr kein Kondom verwendet habt und bemerkt, oh, vielleicht sind da Spermien in die Vagina gelangt durch die Liebeskugeln, dann gibt es natürlich immer noch die Pille danach. Solltet ihr noch nicht bereit für eine Schwangerschaft sein, dann nicht in Panik verfallen, sondern euch eine Apotheke raussuchen und dorthin gehen, am besten so schnell wie möglich. Rechtzeitig vor dem Eisprung eingenommen, kann sie diesen nämlich bis zu 5 Tage nach hinten verschieben und somit kann eine mögliche Schwangerschaft verhindert werden. Aber Liebeskugeln sind nicht gleich Liebeskugeln. Es gibt sie in den völlig verschiedenen Größen, Formen, Farben und auch die verschiedenen Kugeln oder wie viele Kugeln an der Schnur sind. Das hängt einfach von der Liebeskugel ab. Am häufigsten findet ihr 2 Kugeln an einer Schnur. Es gibt sie aber auch mit einer Kugel quasi zum Üben für Anfänger. Und es muss auch keine Kugelform sein. Es gibt sie auch in Eiform. Das ist für manche angenehmer zu tragen. Und ich habe sogar mal welche in Notenform gesehen. Also ich glaube, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und wie Dildos bekommt ihr Liebeskugeln auch nicht nur aus Silikon, sondern auch zum Beispiel aus Glas oder auch sogar mit Noppen. Und die ganz modernen Leute, die holen sich vielleicht auch welche mit App-Steuerung. Gibt's auch. Wenn ihr am Anfang noch etwas untrainierter seid, dann könnt ihr ja erstmal kleinere und weniger Kugeln nehmen, um euch nicht überzubelasten. Wenn ihr schon ein wenig in Übung seid, könnt ihr natürlich dann auch größere und mehrere Kugeln nehmen und somit euren Beckenboden noch mehr trainieren. Nehmt euch das mit dem langsamen Anfang aber wirklich zu Herzen, denn egal welchen Muskel ihr am Körper trainiert, Muskelkater ist keine schöne Sache, vor allem wenn er sehr, sehr stark ist, deswegen langsam starten. Habt ihr schon mal Liebeskugeln benutzt? Schreibt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare, auch wenn ihr es noch nicht benutzt habt. Hier verlinke ich euch mal ein Video mit Sport zu besserem Sex? Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, Leute!